Ich gebe hier einen Workshop im Rahmen von Swiss Olympic am 3T zum Thema Auftrittskompetenz. Auftreten findet überall statt. Also jetzt, was die Sportler betrifft, auf der Bühne, neben der Bühne, auf dem Platz, neben dem Platz. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo sie die Chance haben, gut aufzutreten, um gut rüberzukommen. Die Idee des Workshops ist, dass die Athletinnen und Athleten merken, was sie alles für Auftrittssituationen haben. Sei das ein Interview, sei das auf dem Platz selber, beim Sportanlass, oder auch ein Bewerbungsgespräch oder Vorstellungsgespräch bei Sponsoren oder halt auch in der Schule mal ein Referat oder einen Vortrag. Also ein ganz konkreter Tipp ist zum Beispiel in einer Situation wie so vom Interview, dass man nicht in die Kamera schaut, nämlich den Interviewer anschaut. Und das andere ist ganz sicher, dass der Körper eine wichtige Rolle spielt, Körperspruch und auch die Stimme, dass man mit dem ganz viel übermittelt, dass nicht nur die Worte wichtig sind, sondern noch ganz viel anderes drumherum auch macht, ob man überzeugend ist oder ob man sympathisch überkommt. Was mich beeindruckt hat, ist, dass die Wörter am wenigsten eine Rolle spielen, sondern mehr die Körperhaltung und der Ton, wie man die Sachen sagt. Pour le sport, je pense que c'est important de montrer qu'on est confiant. Et comme ça aussi, l'adversaire, il a plus peur de nous et il sera moins à l'aise au début du match.